Hier aus, genau. Mal sehen, ein Kühlschrank und zwei Spinte. Okay. Ich bin gleich wieder da. Hi Jungs, ich bin kurz weg. Okay. War, glaube ich, eine schlechte Idee. Was? Ja, ich schau mich hier mal am Stecken wieder. Und ich mach dir aber Kisten auf. Ich mach auch meine Kiste auf. Oh! Da war eine Granate. Ich hab eine Granate geschmissen. Was? Hör auf, dich im Haus zu verstecken, du Sackgesicht. Komm gefälligst wieder raus. Geht doch. Auf die Beine, Soldat. Junge, du bist hier, Soldat. Er ist ein Jäger. Sackgesicht. So viele Effekte waren das auch nicht, Computer. Hör auf, umzulaggen. Ständig muss ich wieder was unterbrechen, nur damit er gescheit aufnimmt. Schrank! Ich die Miniaturschütz mit einer Pumpe einfach geil finde. Ich werd zu alt dafür. Nein. Hier wird sie nicht versteckt. Ach Gott, ey. Hi. Oh, hinten ist ein super Knallharter. Wie super Badass. Sag mal. So passiert denn auch wieder nicht, also warum leckt der scheiß Rechner? Ich mag solche Schrotflinten. Welcher? Ich habe da gerade eine Säureschrotflinte gefunden. Mit dreifachem Waffenzoom. Tja, ein kritischer und der war tot. Endlich mal ist ein Headshot tödlich. Wer? Von wo? Hört ihr mal auf, euch zu verkriechen und haut drauf? Ja, kann man jemand auch helfen? Okay, ich hab ihn besiegt. Danke für den Qualm, hier nimmt eine Granate. Okay, ich wechsle zum Revolver, ey, das nervt doch. Pistolero. Revolver, 107. Ja. Der Pistolero unterstützt auch den die Pistole und den Revolver. Komm, Sud, steh auf. Ich hasse es, Gegner aus den Augen zu verlieren. Ich hasse Knallharte. Ist immer. Die Cheaten stehen vor mir, jetzt geht's mir besser. Okay. Das ist der Verwerf dafür, ich hätte Berserker nehmen sollen. Yep. Wer hindert mich denn, dass ich mit dazukomme im Berserker? Sud, war das immer eröffnet, so ich ihm sagen kann, dass er Frauen reinlassen soll? Ja, aber kurz bevor ihr startet, kann ich hier auswechseln. Weniger genau, aber dafür
Stärker. Oder geringere Feuerrate, ne. Da ist noch eine Flasche Fusel. Ihr beide haben dieselbe Idee. Ich bin hier weg. Jo, sind hier fertig. Obwohl. Sonic. Ja, stimmt, die beiden Kanister hier. Ja. Ja. Ich bin voll. Haben wir da noch eine Mission? No. Dann jetzt aber flux weg hier. Nein, nein. Ring, ding, 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 ding. Lass mal nach rechts gehen dann. Gut, da ist explodiert. Und da kommt, da ist nämlich noch eine Waffenkiste. Ah, Revolver und Repeater und alles ist schwächer als das, was ich habe. Nee, hier hin. Ah, hier, beim Fisch. Ach so. Hey Daddy, wie wär's gleich mit einer Runde All-Stars Racing Transform? Jo. Da. Hier ist ein Psychopath! Warum fällt euch das nicht geil auf? Geil! Das ist mir noch nie aufgefallen. Was? Der Psychopath? Nein. Das ist ja. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ist auch nicht so schlimm. Nämlich, wenn man jemanden mit dem Schock tötet, dann bekommt er zuerst einen Skelettkopf. Und der verschwindet dann. Bei normalen bei den normalen Räubern bekommt der ganze Skelettkörper. Bei was? Bei den normalen Räubern und so. Da verwandelt sich der ganze Körper in Skelett. Ja. Ich will nichts sagen, aber wie soll man gescheit schießen, wenn ihr ständig alles mit Schockgranaten vorschmeißt? Das sind keine Granaten. Muss ich sein mit meinem Schockrevolver. Und die Explosionskugeln bin ich. Oh. Shame on you. Uppala. Haben wir schon wieder alles hier oben eingesammelt? Ja. Nein. Das ist eine Heilung hier. Und JD rennt schon wieder vor. So wie sich es gehört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist irgendwie typisch für dich, dass du vorrennst. Ah, obwohl seine Klasse R dazu gemacht ist, wir brauchen keine Flasche mehr übrigens. Seine Klasse R dazu gemacht, hinterher zu rennen, weil er uns einfach einholen kann. Naja, kommt drauf an, wie man sie spielt. Man kann sie ja auch rein, man kann sie auf Nahkampf spielen, Elementarwaffen, etc., etc., bla, bla, bla. Etc., pp., das ist auch so. Und eben, ich spiele sie als Nahkampf. Boah. Mit Tankqualität. Es geht schon besser. Geld. So, gerade zum Nahkampf ausholen. Hallo, Knallharter. Hey, ist das eine Seite vom Mond oder doch nur Sternschnuppe oder sowas? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Teil vom Planeten. Da ist nichts, wo schießt ihr hin? Ja, kommt sowieso keiner her. Geradeaus, geradeaus! Soldatklassenmord. Ja, aber Schütze. Bisher Schütze. Ich bin zweiter Schütze, aber kein schwerer Schütze gerade. Explosive Kontakt. Und ein schnellerer Schild. Vor allen Dingen ein besserer. Wie toll es jedoch nicht ist. Ja, wie gemütlich.
Dann gehen wir jetzt zu Crazy Earl wieder. Und du hast durch, du, Mann. Ich kann grad nicht. Was kannst du? Hä? Keine Ahnung. Ich sag trotzdem, ich kann nicht. Ach ja, jeder hat Geschwister. Nein, ich würde sagen, dass das die Mutter ist. Lecker Kaffee-Joghurt. Schon witzig, wenn man gar nichts mehr einkaufen muss. Mhm. Nur noch verkaufen muss. Das meiste man braucht den ganzen Kram nicht mehr. Man braucht den ganzen... Ach, ich doch. Hallo Knallharter. Ich hoffe, ich müsste jetzt schon von Anfang an die Schnauze voll gehabt und ihr nervt mich immer noch. Krepiert! Jetzt weiß ich, warum der alte Sack in der Hütte steckt. Der hat sein neues direkt in einem Skeknest aufgebaut. Ja? Naja, da will ich mal sagen, selber schuld. Jetzt hab ich eine beschissene Waffe aufgehoben. Egal. Ich sammle inzwischen gar keine Waffen mehr auf, was sei denn, sie sind gut für mich. Das war mal ein Versehen. 1, 2, 3. So, Alter. Danke für den Fusel. So, jetzt kommt die. Jetzt zu diesem fremdartigen, was auch immer, Dings. Komische Geschichte. Krom hatte davon Wind bekommen und kam vor ungefähr einem Jahr hier vorbei. Er machte mir ein Angebot, das ich einfach nicht ablehnen konnte. Claptrap, du platzt wie immer rein. Er machte mir ein Angebot, das ich einfach nicht ablehnen konnte. Warum glaubst du, habe ich mich hier verschanzt? Keine Ahnung, warum er danach suchte und wollte auch keinen Streit. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sehr schön. Das nächste Fragment und Earl braucht was zu messen. Einen Moment, mal kurz einen Moment Pause von Aufnahme. Ist er jetzt so gesehen schon wieder Schluss mit aufnehmen oder wie? Ja. Erstmal ist Schluss wieder. Wir nehmen schon anderthalb Stunden wieder auf, von daher. Take that. Moment. Na okay, das war's dann erstmal wieder mit Let's Play Borderlands, Leute. Mal gucken, ob wir JD beim nächsten Mal von diesem Turm runterkriegen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Es sei denn, du springst freiwillig runter, aber auch nur, wenn ich wirklich abknalle. Ich springe hier nicht runter. Oh, spring schon! Ja. Spring, 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 spring. Okay, auf drei. Spring, spring, eins, spring. Zwei. Zwei, nee, du bist immer noch da oben. Jetzt bist du unten. Im unbesiegbaren Modus, das war logisch.